Und ich bitte Sie, der Rednerin zuzuhören. Es ist Zeit, dass diese Bundesregierung abgewählt wird, damit gemeinwohlorientierte Digitalisierung eine Chance bekommt. Denken Sie an Ihre Redezeit, bitte. Ja, letzter Satz. Der eine muss immer kommen. Ich bin im Übrigen der Auffassung, dass Schwangerschaftsabbrüche und sachliche Informationen dazu nicht ins Strafgesetzbuch gehören. Paragraph 219a muss weg. Kollegin, herzlichen Dank. Ich erspare mir jetzt jede Bemerkung hier zu den letzten Sätzen. Im Übrigen, Sie ahnen es, bin ich immer noch der Auffassung, dass Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen nicht ins Strafgesetzbuch gehören. Paragraph 219a gehört abgeschafft. Und wenn Sie es nicht mehr hören können, helfen Sie, es umzusetzen. Heute haben wir die Gelegenheit dazu. Dieses Haus kann namentlich darüber abstimmen. Ich gucke vor allem in die Richtung der SPD. Fragen Sie Ihr Gewissen. Stimmen Sie der Abschaffung von 219a zu. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen immer noch nichts im Strafrecht verloren haben. Paragraph 219a gehört endlich abgeschafft. Ich gebe die Hoffnung für 2021 nicht auf, dass wir das schaffen. Und da Dr. Hähnel das auf ihrer Webseite nicht mehr tun darf, werden diese Informationen ab sofort auf meiner Webseite zu finden sein. Bitte machen Sie das nach. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Domscheit-Berg.